Der Pantograph ist ein echter Klassiker unter den Zeichenwerkzeugen. Mit ihm können Sie Zeichnungen und Profile vergrößern und verkleinern oder direkt aufs Werkstück übertragen. Der Pantograph, auch Storchenschnabel genannt, wird teilmontiert geliefert. Der Pantograph besteht aus 4 Aluminiumarmen mit eingefrästen Skalen und Nummern, einem Kunststoffstandfuß, einer Abtastnadel, einem Gleiter, dem Kopierstift und 2 Gelenken mit Markierungszeigern und Klemmschrauben. Zudem ist je eine Tüte mit Bleistiftminen und Reißnägeln im Lieferumfang enthalten. Damit Sie den Pantographen richtig einsetzen können, überprüfen Sie zunächst die korrekte Montage. Alle gefrästen Skalen sind oben. Die Arme sind in der richtigen Reihenfolge 1-3-4 bzw. 1-2-3-4 montiert. Um den Maßstab leichter einstellen zu können, sollten die Klemmschrauben alle in die gleiche Richtung weisen und im geschlossenen Zustand, wie hier zu sehen, übereinander liegen. Montieren Sie den Pantographen auf einem möglichst glatten Zeichenbrett, etwa im Format 70 x 100 cm. Befestigen Sie den Kunststoffstandfuß mit 3 kurzen Schrauben in der linken unteren Ecke. Zum Vergrößern montieren Sie den Kopierstift in Arm 4 und setzen eine Bleistiftmine ein. Stellen Sie an allen Gelenken den gewünschten Skalenwert ein. Eine detaillierte Übersicht über die Vergrößerungs- und Verkleinerungsmaßstäbe finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Alle 4 Markierungszeiger müssen Sie auf den gleichen Skalenwert einstellen, in unserem Beispiel 1:2. Am oberen Teil des Gelenkes sind die Markierungszeiger die nach innen gebogenen Ecken. Am unteren Teil sind es die halbrunden Einkerbungen. Zum Vergrößern wird die Abtastnadel in der Mitte und der Kopierstift in Arm 4 montiert. Bevor Sie die Vorlage und das Zeichenpapier auf der Unterlage befestigen, testen Sie, ob die Vergrößerung auch komplett auf das Zeichenpapier passt. Befestigen Sie sowohl die Vorlage als auch das Zeichenpapier mit Klebeband oder den mitgelieferten Reißnägeln auf der Zeichenunterlage, damit beim Zeichnen nachher nichts verrutscht. Nun können Sie mit dem Vergrößern beginnen. Starten Sie mit einem markanten Punkt möglichst oben in der Vorlage. Es empfiehlt sich, die Vorlage von oben nach unten und rechts nach links abzutasten, damit Ihre Hand die Zeichnung bzw. den Kopierstift nicht verdeckt. Der Pantograph wird dabei immer mit der rechten Hand am äußeren Arm geführt, beim Vergrößern also am Kopierstift. Die linke Hand übt nur leichten Druck auf die Abtastnadel aus, damit diese sauber auf der Vorlage aufliegt. Anfangs ist es recht ungewohnt, den Pantographen am Kopierstift zu führen und dabei nicht auf den Stift, sondern auf die Vorlage zu schauen. Aber mit etwas Übung werden die Zeichenbewegungen flüssiger und die Ergebnisse besser. Der Pantograph ist nicht für sehr präzise Zeichnungen geeignet. Vor allem beim Vergrößern wird jede Ungenauigkeit beim Abtasten verstärkt. Bei natürlichen Formen fallen Abweichungen weniger auf als bei technischen Zeichnungen. Zum Verkleinern wird der Pantograph umgebaut. Nehmen Sie den Kopierstift aus Arm 4 und setzen Sie ihn in der Mitte bei Arm 2 und 3 wieder ein.
Die Abtastnadel wird dann wieder in Arm 4 eingesetzt. Auch beim Verkleinern prüfen Sie zunächst die Position von Vorlage und Zeichenpapier, bevor Sie beide auf dem Zeichenbrett befestigen. Nun können Sie mit dem Verkleinern beginnen. Auch jetzt wird der Pantograph am äußeren Arm geführt, beim Verkleinern also mit der rechten Hand an der Abtastnadel. Die linke Hand übt wieder nur leichten Druck auf den Kopierstift aus. Wenn der Kopierstift versetzt werden soll, ohne dass eine Linie gezeichnet wird, heben Sie den Stift mit der linken Hand etwas an. Beim Verkleinern fallen Abweichungen von der Vorlage weniger auf als beim Vergrößern. Hier noch einmal zum Vergleich. Vergrößerung, Vorlage und Verkleinerung. Übertragen Sie Zeichnungen, Fotos und Profile maßstabsgetreu, ganz ohne Kopierer und Computer mit dem Pantograph. Weitere Informationen zum Pantograph finden Sie in der YouTube-Beschreibung. Bei Fragen hinterlassen Sie einen Kommentar. Wenn Ihnen der Film gefallen hat, abonnieren Sie den Diktum-YouTube-Kanal.